Herzlich willkommen zu dieser zweiten Sitzung der Woche der Lehre. Heute haben wir das Thema Learning Spaces im Lockdown und unser Präsentator ist Markus Specht. Er ist Professor und Scientific Director am Leiden Delft Erasmus Center for Education and Learning. Das ist eine Verbundinstitution der TU Delft, der Leiden Universität und der Erasmus Universität Rotterdam in den Niederlanden. Und er ist ausgewiesener Experte, was alle möglichen Technologien, raumbasiert, online-basiert, MOOCs. Dort hat er ein Riesenportfolio und jahrzehntelange Erfahrung. Und ich freue mich, ihn heute bei uns zu haben. Er wird im Hintergrund seine Präsentation laufen lassen. Im Moment kriselt das noch so ein bisschen. Deshalb bitte ich euch aus dem Galeriemodus, wenn ihr im Galeriemodus solltet, in die Sprecheransicht zu wechseln, damit ihr die Präsentation in der ganzen Pracht sehen könnt. Damit eingeführt, überlasse ich jetzt das Feld Markus. Ja, Christian, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Vorstellung. Entschuldigung, Markus, du musst das Mikrofon nochmal aufmachen. Ja, ich denke, alle können mich hören. Ich sitze gerade natürlich, ich simuliere jetzt gerade mal das Schulnetzwerk in Deutschland, um diese Bildqualität. Nee, Spaß beiseite. Also es geht auch anders. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, die zum einen ein bisschen die Landschaft zu Educational Innovation in den Niederlanden darstellt und was wir in Leiden und Delft machen und in Rotterdam, was aber auch darüber hinaus in den Niederlanden passiert. Habe mich dann ein bisschen zu dem geäußert, was die Konsequenzen und möglichen Konsequenzen von Covid sind und wie sich das bei uns äußert. Da bin ich auch natürlich sehr interessiert an Ihrer Meinung. Und habe zum Schluss das versucht, auch ein bisschen interaktiv zu gestalten. Wie wir alle wissen, ist natürlich Online-Lectures vielleicht nicht immer so, dass man die etwas kürzer halten sollte, schon mal als erster Punkt als Sessions. Also ich wäre natürlich auch sehr gerne heute bei Ihnen in der Schweiz gewesen. Aber gut, machen wir das Beste draus. Titel des Vortrags Learning Spaces im Lockdown. Und wie gesagt, ich erzähle Ihnen erstmal ein bisschen was. Was ist LDE und was machen wir? Leiden-Delft Erasmus hat sich vor 6 Jahren, haben die drei Universitäten zusammen verschiedene Center gegründet, darunter auch ein Center zu Center for Education and Learning. Und ich bin seit 2018 dort der Director und wir haben dann das Programm ein bisschen stärker ausgerichtet, zum einen auf ICT in der Lehre, zum anderen auf Forschung zu Educational Innovation. Aus meiner Erfahrung ist es ganz wichtig, bei jeglicher Innovation immer multidisziplinär und interdisziplinär vorzugehen, also auch verschiedene Methoden und die Fragen aus der Praxis zu holen. Wir sind also auch eingebunden. Es gibt an allen drei Universitäten Zentren zu Forschung, weniger, mehr zu Innovation und Professionalisierung von Dozenten. Und viele unserer Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen und die wir dann auch weiter erforschen und versuchen, Evidenz zu generieren dafür, was eigentlich wichtig ist, kommen aus der täglichen Praxis. Wir haben eine Webseite ldesl.nl. Und da finden Sie auch alle Informationen. Ich werde auch hinterher meinen Vortrag da draufpacken und da ist er dann zum Runterladen. Ein Wort zu Evidenz. Also es ist ja viel die Rede jetzt in der Praxis von Evidence-Informed Decisions. Ich glaube persönlich, dass es ganz wichtig ist, Entscheidungen in der Lehre
und in der Innovation der Lehre auf der Basis von empirischer Evidenz zu treffen. Also das ist sowohl der Fall, dazu gibt es verschiedene Phasen. Also was wir typischerweise machen ist, wenn wir sagen, wir wollen eine neue Technologie einführen oder verbessern, dann führen wir Literature Reviews durch, schauen in qualitativen Studien, was braucht die Nutzergemeinde eigentlich, aber auch eben in der Literatur, also Desktop Research. Wir machen typischerweise Kontextanalyse, Prototyping mit den End-Usern, also passen die Tools dann auch dem Kontext an. Falls es keine Werkzeuge gibt, entwickeln wir zum Teil auch selbst Dinge und führen dann verschiedene Formen von Evaluationen durch, sowohl formative Studien, um eben die Produkte noch näher an den Benutzungs- und Bedarfskontext ranzubringen, und auch eben summative Studien, was man jetzt dann unten sieht. Und das Wichtige, was als Ergebnis dabei wirklich rauskommt, ist dann sowohl, dass wir auf der einen Seite, sagen wir mal, die Literatur gut kennen, was die andere Forschung sagt, auch Metastudien in dem Sinne machen können, auch Beispiele geben können, wie Dinge in anderen Kontexten eingesetzt werden, aber auch den lokalen Kontext verstehen. Und eben dann letztendlich in den besten Fällen oft natürlich nicht eindeutige, aber doch gute Signale aus den Daten bekommen, wie wir eigentlich Technologien in der Lehre einsetzen können und was die Effekte davon sind. Ja. Also ich glaube, es wird oft so erwartet von Forschung zu Educational Innovation, das habe ich so oft, dass dann Dozenten kommen, ja, wir wollen jetzt hier, dass das Online-System einführen zu Videokonferenzen. Wie geht denn das? Zickzack, wo ist das Rezept zur erfolgreichen Online-Lehre? Aber wie halt auch in anderen Forschungsbereichen, so funktioniert es halt nicht. Ja, es ist immer anzupassen an den Kontext. Es hängt immer von dem Verwendungszweck an, von der Kreativität des Dozenten hängt es ab. Auch von der Situation, also da ist schon Forschung notwendig und auch wichtig, um diese Entscheidungen gut treffen zu können. Welche Themen sind wir grob bei Cell im Moment oder vor 2 Jahren mit begonnen? Also Sie sehen, wir haben hier Projekte sowohl also es gibt, muss ich vielleicht noch dazu sagen, bei allen 3 Universitäten auch ein Entrepreneurship Center. Also wir haben auch Startups, mit denen wir viel zusammenarbeiten, mit denen wir dann Technologien eben in unserer eigenen Lehre einsetzen. Zum Beispiel im Bereich Virtual Augmented Reality, aber auch, also das ist ein großer Themenbereich, der insbesondere in Leiden sehr stark entwickelt wird in der medizinischen, im medizinischen Training. Digitale Skills, Computational Thinking sind sehr wichtig. Und Learning Analytics und Multimodal Learning Environments ist auch ein großes Thema. Da komme ich aber noch gleich dazu. Seit September letzten Jahres, 2020, leite ich auch den 4TU Center for Engineering Education. Vielleicht kurz zur Erklärung, es gibt in den Niederlanden 4 technische Universitäten. Die haben sich ähnlich wie Leiden-Delft Erasmus zusammengeschlossen und einen Center, der sich aber auf Engineering Education richtet, also die besonderen Probleme in der Ingenieursausbildung angeht. Wir sehen auf der rechten Seite so ein bisschen, was für Themen da in den letzten Jahren behandelt wurde. Interdisziplinäre Education, sage ich noch was zu, Diversity, Engineering Profiles, aktives Lernen in Gruppen, Future Engineering Skills, also es gibt so viel, ganz viel Diskussion eben, wie sich neue Profile im Ingenieursbereich entwickeln und wie wir die flexibel unterstützen können und so weiter. In dem Verbund haben wir dann sowohl Projekte mit den 4 technischen Universitäten oder einzelnen Partnern, als auch lokale Projekte in Delft. Es gibt ein aktuelles Portfolio, finden Sie hinterher, können Sie sich hier runterladen. Ich gebe ganz kurz so einen Überblick von laufenden Projekten da. Also ein großes Thema Engineering Roles, das ist wirklich das Thema,
Wie entwickeln sich Ingenieursprofile in der Zukunft? Wie kann man die flexibel abbilden, auch flexibel nachhalten? Interdisziplinarität. Wir haben in den letzten 2 Jahren größere Projekte, insbesondere im Materials Engineering auch gestartet, die eigentlich sehr gut ankamen, die auf interdisziplinäre Projekte abzielen, also wo wirklich interdisziplinäre Studentengruppen dann auch mit externen Firmen zusammenarbeiten und dort ihre Projekte bearbeiten. Makerspaces ist ein großes Thema, auch in verschiedenen Fakultäten. Aktuell ist da ein sehr interessantes Thema auch kollaborative Learning Spaces. Also wie kann man sowohl jetzt, wir haben lokal natürlich auch neue Lehrräume eingerichtet und im Moment ist das natürlich alles dann auch im Wege sozusagen in eine Online-Version übersetzt zu werden. Und das sind dann Formate, wo Studierende auch ungefähr 10 Wochen zusammen an Projekten arbeiten, mit Agile Development Methoden, zum Beispiel im Aerospace Engineering, neue Projekte entwickeln. Und wir schauen, wie können wir die da am besten unterstützen, sowohl in diesem Prozess zu lernen, wie auch das konkret dann anzuwenden. Student Skills ist ein großes Thema, haben wir in den letzten Jahren vor allem im Mathematikunterricht, also in der Mathematiklehre angewandt. Also da gibt es ein ganz großes Programm Prime, was praktisch den Service-Unterweis, also die Service-Lehre wird zentral von der Mathematik für alle Fakultäten organisiert. Und dann nenne ich mal gerade noch vielleicht so als Abschluss Computational Thinking, wo wir zum einen Projekte haben, die versuchen, Computational Thinking in verschiedenen Fakultäten zu etablieren, also mit dem Fragezeichen sozusagen, wie können wir die Idee von Computational Thinking erweitern, sodass das nicht sozusagen als Programmieren lernen oder Informatik für Anfänger interpretiert wird, sondern als zentrales Paradigma auch zur Veränderung von neuen Fachthemen und Richtungen und auch komplett neuen Gebieten, also im Sinne beispielsweise von Digital Humanities, wo sich komplett neue Ansätze eigentlich auch entwickelt haben über die Verwendung von Daten und Computational Methods. Okay, also das ist so ein bisschen das Projektportfolio, womit wir uns jetzt bei LDE Cell und beim 4TÜ Center for Engineering Education beschäftigen. Ein bisschen was zum weiteren Research in der Dutch Higher Education Landscape, die natürlich im Moment online stattfindet. Wir haben im letzten Jahr begonnen, und das ist vielleicht ganz spannend, Daten zu sammeln, und zwar mit allen 14 Universitäten in den Niederlanden, haben einen Bericht, den können Sie sich auch als interaktives PDF runterladen von unserer Webseite, der Nexus-Bericht. Und darin haben wir, also die 14 Unis haben ungefähr, wir haben da 25 Center befragt, die sich mit Educational Innovation beschäftigen, Research dazu formulieren, aber auch Implementationsprojekte, die sogenannten Teaching und Learning Fellows, also die meisten Unis haben Ansätze, wo sie sozusagen Lehrenden die Möglichkeit geben, für 1 oder 2 Jahre sich einen Tag in der Woche oder 2 Tage die Woche mit einem innovativen Innovation zu beschäftigen, die also sagen, ich möchte meinen Kurs neu strukturieren oder ich möchte einen neuen Kurs machen zu dem Thema, möchte dann eine innovative Methode verwenden und da brauche ich etwas Zeit, dann werden die sozusagen, wenn sie ihren Antrag bestätigt bekommen, freigestellt von einem Teil ihrer Lehre und können sich diesem Thema widmen und das auch für die gesamte Universität sozusagen ein bisschen erforschen. Das sind dann die sogenannten Teaching Fellows und das gibt es eigentlich sowohl in Leiden, Delft, Rotterdam als auch in ganz vielen anderen Universitäten in den Niederlanden. Finde ich eigentlich ein sehr spannendes Format.
Und da sehen Sie, also in diesem Nexus-Bericht kriegen Sie ein bisschen Übersicht. Wir haben nicht alle Teaching und Learning Fellows drin. Das hätte den Rahmen gesprengt, aber wir haben eine Online-Ausstellung, die ich Ihnen auch zugänglich machen kann, wo Sie quasi virtuell durch einen VR-Raum laufen können in Ihrem, auf Ihrem normalen Computer ohne irgendwelche Brillen oder Sonstiges und einfach mal so eine Ausstellung entdecken können, was die denn so für neue Formate da erforschen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben zum einen als Resultat diesen Bericht, er gibt einen Überblick. Ist ein neues Programm, Martin, muss da schnell ausschauen. Niemand sieht dich schon. Nein, sieht dich niemand. Und Markus, ich mache mal kurz leise. Ich stelle dich stumm und du musst dich dann wieder aktiv stellen. Bei Zoom. Ist mir gut. Ah ja. Also es gibt sowohl zum einen diesen Bericht, den können Sie sich runterladen. Zum anderen haben wir da auch natürlich eine Datenbank aufgebaut. Und was vielleicht ganz interessant ist, wir haben diese Datenbank auch erweitert mit Scopus-Publikationen. Das heißt, Scopus ist eine große Publikationsdatenbank und wir konnten im Prinzip automatisch analysieren, welche Personen publizieren in bestimmten Themenbereichen. Dadurch haben wir natürlich im Hintergrund jetzt eine Datenbank, die wir auch gerade mit SURF, also nationalen Organisationen und dem Ministerium versuchen, sozusagen in eine größere oder in eine interaktive Applikation zu entwickeln, darauf basierend, um Ihnen ein bisschen eine Idee zu geben. Also ich kann zum Beispiel in dieser Datenbank dann finden, wer oder was für Publikationen gibt es jetzt zum Thema. Also es gibt ein Topic oder Themenblock, der bei sehr vielen Unis behandelt wird, Diversität und Inklusion. Und dadurch finde ich jetzt zum Beispiel, welche Publikationen gibt es dazu in dem Bereich von den Autoren, die wir in unserer Datenbank haben. Oder ich kann sagen, wie ist die Querverbindung zwischen verschiedenen Universitäten und welche Personen sind hier aktiv, auch universitätsübergreifend. Oder wenn ich jetzt eben sagen will, wie ist die Querverbindung zwischen bestimmten Themen, also Didaktik und Technologie. Gut, da taucht jetzt auch mein Name auf, aber da gibt es natürlich sehr viele andere Kollegen, die genau in diesem Bereich auch sich mit den Fragen beschäftigen. Und solche Dinge kann ich aus dieser Datenbank dann sozusagen auch oder über diese Daten analysieren und herausfinden. Das sind wir eben auch nun am Ausarbeiten, wie man das zum Beispiel auch auf einem Policy-Niveau dann verwenden kann, um jetzt entweder für eine Hochschule oder übergreifend für mehrere Hochschulen sozusagen festzustellen, wo sind denn Stärken, wo sind vielleicht noch Blindspots, die es gibt und was sind so die Trends, weil natürlich wir über die Publikationsdaten auch relativ aktuelle Publikationen dann in der Datenbank haben. Also die Datenbank besteht im Prinzip aus einem statischen Teil, den wir auch qualitätssichern und aus einem anderen Teil, der sozusagen automatisch geupdatet und hinzugefügt wird. Okay, das war so ein bisschen der Überblick über LDE Cell, über CEE und die niederländische Forschungscommunity im Bereich Educational Innovation. Wie gesagt, finden Sie auf LDE Cell NL auf der Webseite und da können Sie auch meine Folien finden. Jetzt so ein bisschen zu Konsequenzen und vielleicht auch Auswirkungen von Covid, die wir sehen. Also es läuft relativ viel Research im Bereich. Erasmus University ist da sehr stark, auch im Sinne des Social Science Research, also Wellbeing, Mental Health, was sind die Konsequenzen für Studierende, die sich jetzt in der Isolation sozusagen befinden und entgegengesetzt vielleicht zu älteren oder familiär eingebundenen Menschen dann 3 Wochen lang in einem Zimmer sitzen, weil das eben ihr Studentenzimmer ist und da spielt sich alles ab. Das ist natürlich schon nochmal eine Situation, die
die sehr stark auch auf sich aufs Wellbeing und auf die Gesundheit auswirken kann. Da gibt es einen Haufen Forschung bei der Rotterdamer Universität. Finden Sie hier auch einen Link zu. Die Universität Leiden beschäftigt sich vor allem auf medizinischer Ebene mit dem Coronavirus. Also muss ich vielleicht dazu sagen, dass sowohl Leiden als Erasmus ganz große Medical Centers haben, die natürlich da auf medizinischer Ebene auch in den Niederlanden ganz vorne mit dabei sind und eben dazu forschen. Und in Delft wird viel von der technischen Perspektive darauf geguckt, zum Beispiel über Big Data Dashboards. Also wir haben ein Dashboard beispielsweise der Stadt und des Campus und der Verkehrsflüsse, um zu gucken, um beispielsweise Vorhersagen zu machen, an welchen Stellen beispielsweise viel Publikumsverkehr sozusagen oder Studentenverkehr auftritt, wo es eng werden könnte, um beispielsweise die ganze Logistik auf dem Campus zu verbessern, auch im Sinne einer vielleicht nachhaltigeren Nutzung des Campus. Das ist natürlich ein anderer Aspekt davon. Aber für sowas gibt es mittlerweile ein sehr beeindruckendes Dashboard, das uns also sowohl so eine Virtual Reality in Campus im Kleinbildformat quasi oder in 3D-Simulation gibt, mit Echtzeitdaten von der Straßenbahn, die gerade auf den Campus fährt, bis hin zu, wie viele Personen sich gerade im Vorlesungssaal befinden. Und diese Daten versuchen wir genau in solchen Planungsprozessen zu entwickeln oder zur Aktivierung von Ventilatoren oder ähnlichen Geräten. Also das so ein bisschen zum allgemeinen Hintergrund. Da muss ich Sie leider auf die Links verweisen, weil das würde jetzt auch zu weit führen, um das alles im Detail zu erzählen. Es gibt aber auch eine Untersuchung vom Center for Engineering Education. Der hat mal so ein bisschen mehr die Seite belichtet, ja, was sind denn die Konsequenzen für Dozenten und Lehrende, ja? Und da sieht man mal so, ich habe so ein paar Items, das ist auch frei downloadbar, dieser Bericht. Was hat sich so ein bisschen verändert? Also zum einen kann man natürlich sehen schon, dass es da wohl eine relativ gute Unterstützung gab. Also das erste Item, I felt supported by my colleagues and the organization in online teaching. Ich denke, dass die meisten Universitäten in den Niederlanden und insbesondere im technischen Kontext relativ gut vorbereitet waren. Das geht jetzt nochmal auf dann spezielle Settings ein, die an der Wageningen University genutzt werden. Das sah also relativ gut aus. Nichtsdestotrotz gab es natürlich genau die Effekte, die man auch so erwartet. Erstes Item, I like online teaching. Nee, bis überhaupt nicht. Ja, so 50%, 52% sind ein Nee. Also sobald ich das wieder loswerden kann, da bin ich echt froh drum. Das geht uns wahrscheinlich allen so. Ich will an der Stelle aber auch dafür plädieren, sozusagen gut darüber zu reflektieren, was können wir noch mehr daraus lernen, außer der Tatsache, dass wir natürlich auch gerne zusammensitzen, Kaffee trinken oder Lehre mit Studierenden interaktiv im Klassenzimmer und in einem Vorlesungssaal machen zu wollen. Was natürlich auch sichtbar wird, ist die Motivation und der Stress ist erhöht. Für viele ist das Neuland. Ja, also wie, jetzt muss ich meine ganze Vorlesung online halten. Ich gebe mal ein Beispiel aus Delft, warum ich glaube, dass die Unterstützung da auch ganz gut war. Es ist so, dass in Delft über ein System, was wir, das nennt sich Collegiorama, es waren quasi automatisch, wenn man sich anmeldet, alle Vorlesungen aufgezeichnet im Vorlesungssaal mit Ton von Headset und der Live-Übertragung. Man kriegt die Sourcen und kann das zusammenschneiden. Also das war vor Covid auch schon die Praxis. Und insofern ist es natürlich dann sehr einfach, sowohl so Szenarien umzusetzen, dass der Professor, der vorliest, alleine im Vorlesungssaal steht und einfach das Ding aufzeichnet und live streamt, wie auch, dass die Dozierenden auch schon auf Ressourcen zurückgreifen können von Aufnahmen von den letzten Jahren.
Interessant war dann auch, was hat sich denn verschlechtert, die Frage sozusagen, also insbesondere kollaboratives Lernen, also es fällt natürlich alles weg, was das Zusammenarbeiten von Studenten in Gruppen einfach macht. Feedback, diese Interaktion, da sehen wir natürlich echt 60-48% Engagement, Motivation und letztendlich auch die Performance, das ist so ein bisschen gesplittet, aber ich denke, da sehen wir natürlich ganz klar die Probleme von Feedback, Engagement und Zusammenarbeit. Das mal soweit. So, was sagt uns das, wenn man jetzt versucht, aus diesen Daten mal bestimmte Hypothesen abzuleiten? Was sagt uns das für die Post-Covid, Post-Pandemic-Situation? Das sind auch ein paar Zitate aus dem Bericht. Distance Education is the new normal and will be for some time. Es gibt jetzt noch gemischte Modelle. Und eine Konsequenz aus den Daten ist natürlich schon, dass genau dieses, also Social Distance, beziehungsweise wie kann ich so eine Identity Building, wie kann ich eine Identität der Studierenden, eine Motivation darüber aufbauen, wie kann ich sie in ihrem Wellbeing, in ihrer Balance sozusagen unterstützen und wie kann ich die Qualität von Online-Lehre verbessern, nehme ich da mal als drei Punkte mit. Es ist auch, das sahen Sie aus dem zweiten Diagramm, naja, es ist nicht die große Liebe nun geworden zum Online-Lernen. Das sehen wir, denke ich, überall. Ich will gar nicht über die Diskussion der deutschen Schulen beginnen, die mein Sohn besucht. Das ist immer ein sehr strittiges Thema. Aber eben die Motivation aufrechtzuerhalten, das Engagement herzustellen mit Online-Medien ist schon ein zentraler Fokuspunkt, wie ich sozusagen das, was ich im Seminarraum live rüberbringe als ein guter Dozent, wie kann ich das übertragen in Online-Setting? Und wie habe ich vielleicht auch andere Methoden, wie beispielsweise die Peer-Zusammenarbeit, also die Zusammenarbeit von den Peers zu unterstützen oder ähnliches. Die Prognose ist so ein bisschen, ja, sobald, wenn sozusagen alle geimpft sind, dann schalten wir wieder die ganzen Online-Systeme ab und dann geht es wieder ins Seminarraum. Und da fände ich eigentlich das eine vergebene Chance, wenn wir nicht gut drüber nachdenken, was sind sozusagen die Stärken, positiven Seiten, die wir mitnehmen können und was sind natürlich Dinge, die wir eigentlich einfach besser face-to-face tun müssen und auch die Qualität da verbessern müssen. Okay, was ist als Konsequenz dessen, dieser Hypothesen und dieser Arbeitshypothesen auch passiert? Das akademische Jahr in Delft wurde in einem Online-Spiel eröffnet. Es gab keinen großen Campus-Event. Also wir sehen so die Richtung Virtualisierung. Wir haben selbst sehr viel experimentiert mit Virtual Reality, Augmented Reality, auch verschiedenen sozialen Plattformen. Einige von Ihnen kennen vielleicht noch Second Life. Das war vor Jahren eine sehr populäre, ich denke immer noch eine der populärsten Plattformen. Mittlerweile gibt es dafür diese ganzen Headsets auch andere Möglichkeiten. Aber so wirklich waren wir nicht begeistert, ehrlich gesagt, also es gibt sehr schöne Content-Angebote. Ich kann Ihnen nur zum Beispiel, wenn Sie so eine Virtual Reality-Brille wie die Oculus oder so besitzen, die Dinger kosten mittlerweile auch nur noch 200 Euro. Da gibt es wirklich sehr schöne Sachen, wie das Anne-Frank-Haus in Amsterdam, wenn Sie da mal reingucken wollen, ohne sich 3 Stunden in die Schlange zu stellen, dann ist das, denke ich, eine sehr gute Alternative. Es gibt auch darüber hinaus ganz gute Angebote. Unsere Analyse hat aber so ein bisschen gezeigt, die soziale Interaktion, die kommt da oft noch zu kurz. Ich denke, dass sich im letzten Jahr da auch noch viel getan hat, aber
Wir haben das dann, diese Studie war im Mai, Juni, da haben wir relativ wenig soziale Angebote gefunden. Was wir wohl gefunden haben und was auch davor schon gemacht wurde im Bereich Augmented Reality, ich hatte das vorher kurz erwähnt, waren in Leiden, insbesondere in der medizinischen Ausbildung, sind verschiedene Applikationen gebaut worden. Eine hier sehen Sie hier für die Lungendiagnose. Also das ist ein Modell, was sowohl ein einzelner Nutzer benutzen kann zu Hause und wo man im Prinzip ein Augmented Reality Modell hat und wo man mit einem physikalischen Stethoskop, was aber dann eben eingebunden wird in die Augmented Reality Welt, quasi verschiedene, also einen Patienten abhören kann. Und was die Studenten lernen sollen, ist eine Diagnose. Und das ist eine sehr erfolgreiche Anwendung, die wird auch in verschiedenen Studien eingesetzt. Was Ähnliches gab es dann für die Fuß- und Enkel, wie nennt sich das? Gelenk, ja, die Gelenksdiagnostik im Bein für bestimmte Krankheiten da. Das ist also so ein Ansatz, der schon verfolgt wurde, der auch jetzt weiter stark verfolgt wird, wo gerade so ein ganzer Hub aufgebaut wird, wo quasi verschiedene Universitäten ihre Augmented Reality Apps quasi einstellen und die auch möglicherweise frei oder eben dann kostenpflichtig mit anderen teilen. Wir selbst haben begonnen, fand ich ganz interessant, auch kurz zu sehen, dass dieses Medium, also ich kannte selbst Holographie meist noch so aus dem Star Wars Zeitalter, aber Holographie oder wie man auch sagt 4D Volumetric Capturing ist eine ganz solide Technologie, die man heutzutage in verschiedenen Kontexten einsetzen kann, von der Visualisierung von Objekten bis hin zum Livestreaming. Wir sehen hier eine Situation, was in Monterey in der Technologischen Universität, wie dort Holographie benutzt wird. Wir haben dann jetzt diese Woche selbst ein Projekt starten, wo wir eben zum einen die Aufnahme von holographischen Daten oder Content unterstützen. Also beispielsweise Dozenten, die eine Vorlesung aufzeichnen wollen, dass das eben nicht nur in 2D passiert, sondern eben in 4D sozusagen, also mit Zeit und räumlichen Daten. Also wo wir die Dozenten dabei unterstützen, das aufzunehmen in unserem New Media Center und zum anderen das dann entweder live zu streamen oder eben als Konserve anzubieten an Studierende, die sich dann den Dozenten zu Hause irgendwie entweder über Smartphone oder über ihre Brille in ihr Wohnzimmer holen können. Und wir sind eigentlich daran interessiert und glauben auch daran, dass dies auch schon Effekte zeigen kann, nicht nur, wo es um räumliche Daten geht, also wo es relativ klar wird, ist im Engineering oder beispielsweise in der Architektur, das ist relativ deutlich, dass wenn ich durch so ein VR-Modell gehen kann und mir der Dozent dann erläutert, wie die räumlichen Zusammenhänge gestaltet sind, dass das natürlich andere Möglichkeiten bietet als ein Video oft. Also das ist so ein anderer Bereich, wo wir in die Virtualisierung gehen. Ein ganz anderes Projekt haben wir auch lanciert. Wir haben nämlich den ganzen Campus der TU Delft und der Erasmus-Universität in Minecraft gebaut. Die ursprüngliche Überlegung war die, dass wir, Sie erinnern sich vielleicht an die Folie, wo ich über das Anne-Frank-Haus gesprochen habe, dass wir gesehen haben, dass viel von den Technologien die soziale Interaktion eigentlich noch nicht so flexibel unterstützen, wie wir das gerne haben, insbesondere mit den Brillen. Und im Endeffekt kamen wir bei einer der am weit verbreitetsten, und man weiß das vielleicht oft nicht, aber Minecraft ist mit das weit verbreitetste Spiel überhaupt. Es wird sehr von sehr vielen Kindern, Erwachsenen gespielt. Es bietet ganz viele Möglichkeiten, auch kreativ zu sein, aber zum anderen auch also selbst Dinge zu entwickeln, zu programmieren, als auch vorgegebene Szenarien abzulaufen. Und
Ein ganz konkretes Szenario, was wir jetzt umgesetzt haben, sind die Campus-Tours. Also wir haben für die neuen Studierenden so ein Onboarding-Programm, wenn die zum Campus kommen. Und das können die jetzt in Minecraft machen. Beziehungsweise auch Studierende, die sich vielleicht einfach für die TU Delft interessieren, können einfach auf unseren Minecraft-Server gehen und können sagen, ja, ich will mir mal angucken, was es da gibt. Wir haben das mittlerweile, also das komplette Exterior, also die ganzen Gebäude modelliert. Ich glaube, 5 Gebäude auch innen modelliert. Also ich kann mir dann auch wirklich Seminarräume und so anschauen. Das sieht natürlich nicht aus wie eine VR-Umgebung, aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie Ihren eigenen Campus und das Büro, wo Sie jeden Tag hingehen, in Minecraft modelliert sehen, das ist schon sehr beeindruckend. Und Sie werden, die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Vielleicht noch, also da gibt es eine ganze Menge Szenarien, wie wir das weiterentwickeln wollen. Zum einen gibt es einen großen Bedarf an Labs, die natürlich im Moment nicht komplett genutzt werden können, die wir auch in Minecraft simulieren können. Es gibt interaktive Events, also in Rotterdam haben sie beispielsweise für die neuen Studenten, die sollten dann in einer Woche quasi eigene Projekte zur Sustainability, Energy und Sustainability machen und dann konnten die selbst sozusagen auf dem Campus eigene Dinge hinzufügen und ihre Ideen umsetzen. Von der Windmühle, die sie auf dem Campus gesetzt haben, bis hin zu weiß ich nicht was. Also da bietet einem eigentlich diese Plattform sehr viele Möglichkeiten. Es gibt hier auch einen Link zum Online-Webinar, wo wir das alles so in einer Stunde erklären. Wie haben wir das gemacht, diese Minecraft-Modellierung? Wir haben das im Prinzip mit einem Studententeam gemacht und uns dann am Schluss auch professionelle Unterstützung von einer Firma in Amsterdam geholt. Und ja, wenn wir noch Zeit haben, können wir uns das auch gerne angucken. Vielleicht noch genau eine Anmerkung. Wir haben verschiedene Spaces in diesem Minecraft-Raum. Also ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wir können im Prinzip den Campus, der ist nicht veränderbar durch Studierende, aber dann gibt es einen kreativen Space. Und da hatten wir so einen Effekt, dass das Link zu unserem Server quasi über eine Pressemeldung rausging und wir am nächsten Tag irgendwie 500 Studierende hatten, die alle in diesem Open Space, wo sie selbst was bauen konnten, angefangen haben, diese Dinge hier zu bauen. Also was Sie hier sehen, das sind nicht irgendwie Sachen, die wir uns ausgedacht haben, sondern das haben Studierende in ihrer Freizeit gebaut. Und also da geht es vom griechischen Tempel bis hin zur links oben Glaskugel, bis hin zu Raketen, die Leute aus Aerospace Engineering gebaut haben. Also da ist wirklich alles dabei. Und das ist sehr super spannend zu sehen. Okay, das so ein bisschen 3 Arten von Virtualisierung. Wir haben ein bisschen über Events auf dem Campus gesprochen, Identity Building vielleicht über sowas wie Minecraft, aber auch neue Formen von Lehrcontent. Wo sehe ich persönlich jetzt meinem Hintergrund zum einen also hauptsächlich in der Psychologie und in der Informatik jetzt die großen Herausforderungen? Wir haben vorher gesehen, Engagement, Motivation ist natürlich ein großes Problem. Aus meiner Sicht hängen viele der Themen, und das habe ich auch in den letzten Monaten viel mit Kollegen diskutiert, an Konzepten wie Shared Regulation und Self-Regulation. Also wer von Ihnen jetzt nicht so mit dem Konzept vertraut ist, aber die Selbstregulation ist natürlich genau dieser Prozess von ich setze mir selbst Ziele, ich beobachte, wie ich vorankomme auf diesen Zielen, ich adaptiere diese Ziele vielleicht. Also das sind Prozesse von Zielsetzen, Monitoren, Readaption und in diesem ganzen Zyklus des Zielsetzens und möglicherweise Erreichen dieser Ziele oder Nicht-Erreichen dieser Ziele gibt es natürlich einen großen Spielraum, der auch oder eine große Variation, die einen starken Einfluss auf die Motivation hat. Ja, also wenn ich mir immer die falschen Ziele setze, die immer zu hoch gesetzt sind, dann geht meine Motivation natürlich in den Keller. Oder wenn ich meine Ziele nie erreiche, aus anderen Gründen und so weiter. Ein ganz anderes triviales Beispiel,
Aber in dem befinde ich mich jetzt gerade. Gutes Beispiel von einem Kollegen aus Maastricht. Mir, wenn ich jetzt bei Ihnen in Zürich wäre, hätte ich natürlich, könnte ich ein bisschen mehr in Ihre Gesichter schauen und merken, ob Sie schon am Wegdösen sind oder ob Sie noch bei mir sind zum Beispiel, ob Sie grinsen oder ob Sie böse gucken. Also diese ganze Dimension, die fällt natürlich weg. Und ich denke, das kennen Sie alle. Als Dozent bin ich dann vor dem Problem, spreche ich jetzt in ein schwarzes Loch und sehe ich hier drei Personen jetzt gerade auf meinem Bildschirm oder die Interaktion, das Feedback für mich als Dozent fällt auch völlig weg. Das ist ein anderes Problem, was eben auch mit Selbstregulation zusammenhängt und Shared Regulation in Gruppen. Also das ist ein großes Thema aus meiner Sicht, Social Connectedness. Wie können wir eigentlich diese Isolation überwinden und wie können wir sowas wie Gruppenarbeit herstellen? Dafür habe ich auch ein fantastisches Beispiel. Ich hatte mich vor kurzem, wir hatten dann das Thema Makerspaces erwähnt. Es gibt einen Kollegen, Rolf Hut, der, also wie der Hut in Deutsch geschrieben, in Niederländisch anders ausgesprochen, Hüt. Der hat, der unterrichtet Physik für erste Jahr Studierende und die müssen dann sozusagen kleine Installationen bauen für Probleme und diese hat er sozusagen online verbunden. Also die haben alle zu Hause ihre kleine Installation für die Simulation eines Phänomens gebaut. Die bekamen ein Input-Signal über einen Computer, der startete dann zum Beispiel die Kugel, die über eine Kugelbahn rollte oder irgendeinen Effekt auslöste. Und am Ende haben sie wieder ein Signal rausgegeben. Also es kam quasi ein Signal aus dem Internet zu ihrer lokalen Simulation, die sie abgefilmt haben. Und am Schluss wurde wieder ein Signal rausgegeben. Und somit hat er 50 Gruppenprojekte in einem YouTube-Film aneinander gehangen. Also finde ich ein fantastisches Beispiel, wie er sozusagen lokale Arbeit zu Hause mit aber einem größeren Kontext verbindet. Und das war jetzt technisch kein Hexenwerk oder jetzt, der ist da sehr innovativ und er macht da sehr tolle Sachen. Aber das finde ich ein sehr schönes Beispiel, wie man dieses Zusammenreflektieren, zusammen sich die Arbeit der anderen anschauen, darüber nachdenken, darüber sprechen, wie sowas auch in einem Lockdown sozusagen angeregt werden kann. Und das letzte, kollaboratives Lernen. Und dann will ich jetzt mal Ihre Zeit nicht zu weit strapazieren, aber ich gebe Ihnen drei Beispiele. Das überspringe ich mal. Wie können wir Regulation unterstützen? Eine der wichtigen Technologien, denke ich, ist da Learning Analytics. Wir arbeiten seit Jahren mit Learning Analytics Dashboards. So ein Dashboard kann sowas sein, wie das, was Sie rechts unten sehen, wo ich jetzt mich davor befinde. Ich blende mich mal, mache mich mal sozusagen klein, wo Sie sozusagen so ein Diagramm sehen. Die Achsen des Diagramms sind quasi die Performance-Indikatoren. Also ein Student kann auf der linken Seite auswählen, was will ich denn sehen? Will ich sehen, wie viele Videos vom Kurs ich schon gemacht habe? Das ist jetzt für einen Online-Kurs. Wie produktiv ich bin. Also es gibt so verschiedene Messindikatoren für die Performance des Studierenden. Ganz wichtig ist, dass wir in dem Experiment jetzt so weitergegangen sind, dass die Studierenden selbst diese Indikatoren auswählen und dann so ein Diagramm bekommen, wo sie eigentlich dann regelmäßig draufschauen, ja, so wie bin ich eigentlich, also darüber reflektieren, wie ist ihr Lernprozess. Und das hat sich eigentlich als sehr positiv herausgestellt, sowohl dass Studierende das dann auch nutzen, als auch, dass das einen Einfluss auf das Resultat des Lehrprozesses hat. Also Learning Analytics und da nenne ich einfach jetzt Dashboards als eine mögliche Variante. Denken Sie darüber nach, wie können Sie mehr Reflexion zur Selbstregulation in ihre Systeme bringen. Also wenn Sie Online-Systeme nutzen, nicht nur sozusagen darüber die PDFs ausstrahlen, sondern
Wie kann ich ein bisschen Gefühl dafür geben, auch in der Gruppe vielleicht? Man kann solche Dashboards auch für Gruppen bauen, wo man Daten dann anonymisiert. Aber wie kann ich da diesen Regulationsprozess unterstützen? Und ich denke, dafür ist Learning Analytics eine sehr gute Technologie. Eine andere Technologie, in die wir sehr viel jetzt oder wo wir mehrere Projekte haben, ist intelligentes Feedback. Ein Beispiel ist im Programmieren lernen. Da gibt es natürlich intelligente tutorielle Systeme seit 30, 40 Jahren. Aber da hat sich natürlich viel getan durch neue Methoden des Machine Learning und der KI. Also da gibt es schon sehr viel mehr Möglichkeiten, um beispielsweise, ich gebe Ihnen ein Anwendungsszenario, Dozent, Programmierung, Einführung Python. Da kann ich natürlich, wenn ich 500 Studierende in meinem Seminar sitzen habe und ich muss persönlich oder mit ein paar Studentenassistenten alle Lösungen nachschauen, ist das eine Menge Arbeit. Das kann ich relativ gut durch Methoden der KI unterstützen und auch ein Assessment machen. Da gibt es kommerzielle Angebote dazu, die genau das machen. Also das ist auch so der Ansatz, den wir ein bisschen verfolgen. Wie kann ich sozusagen durch KI eine Hochskalierung und eine Entlastung der Dozenten erreichen. Und das andere Thema ist Writing Assessment. Also viel der Aufgaben unserer Studierenden sind auch geschriebene Texte. Und die lassen sich mittlerweile durch Automatic Writing Assessment und ähnliche Methoden auch relativ gut analysieren, und zwar nicht nur in dem Sinne, dass sie eine Note hinterher rauskriegen, sondern dass sie formatives Feedback. Also ganz einfaches Beispiel, Texte, die als Antworten auf Aufgaben in unser Learning Management System gehen, können wir mit den Basisregeln, Sie können alle Formate checken, Sie können checken, hat dieser Aufsatz eine Einleitung, ein Mittelteil und eine Conclusio, sind alle Formatvorgaben berücksichtigt, wird hier richtig zitiert und so weiter. Diese ganze Arbeit, die Sie sonst als Dozent auch haben, das kann mittlerweile ohne Probleme, können das KI-Modelle machen, und das wird auch weltweit schon gemacht. Und ein drittes Thema, Kollaboration in VR. Da zeige ich Ihnen auch zwei Szenarien. Also was viel gemacht wird, ist jetzt Benutzung von VR in Trainingsszenarien, sowohl für einzelne User im medizinischen Training, beispielsweise auch in der Diagnostik. Haben wir ein Projekt mit dem Erasmus Medical Center. Und ein anderes, das ist oben das Bild, das ist eine Simulation, wo Studierende im Aerospace Engineering forensische Kompetenz aufbauen müssen. Also die müssen lernen, einen Flugzeugabsturz hinterher zu analysieren. Und dazu gibt es eben eine, sozusagen eine Art Spiel oder eine VR-Umgebung. Und da müssen die zusammen sozusagen die Gegebenheiten analysieren und feststellen können, was war das Problem hier. Und wir versuchen, es gibt natürlich die ganzen Nachteile, die man jetzt sehen kann in Virtual Reality gegenüber realen Situationen. Ich denke, das Letztere ist auch ein schönes Beispiel, weil ich natürlich sehr viele Varianten eines solchen Unglücks sozusagen im Computer simulieren kann und dadurch auch sehr viele Varianten von Aufgaben für die Studierenden bekomme. Das finde ich insofern ein sehr schönes Beispiel. Okay, jetzt habe ich lange genug geredet. Sorry, dass es doch so lang wurde. Ich bin noch ein bisschen an Ihrem Input interessiert. Jetzt muss ich auch wissen, ob Sie noch, jetzt finde ich gleich raus, ob Sie noch alle da sind und bei mir. Mich interessiert, was denn Ihre Situation ist. Und wenn Sie jetzt ein mobiles Gerät oder einen Computer haben, dann können Sie einfach hier entweder diese auf mentimeter.com gehen oder dieses Link hier. Ich kann das vielleicht auch kopieren und in den Chat packen. Moment. Ja, super. Da muss ich nur gerade mal hier aus dem Präsentationsmodus gehen.
um das abzukopieren. Und dann setze ich das mal in den Chat. Dann können Sie da einfach draufklicken. Und jetzt hoffe ich, dass das wieder zurückkommt. Ist ja angekommen. Wunderbar. Ich sehe schon, es waren schon erste Inputs geliefert. Da können wir mal drauf gucken. Also die Frage ist, was sind Ihre Technologien, die Sie jetzt eigentlich nutzen in der Pandemie sozusagen, in dieser erzwungenen Distanzlehre-only-Situation sozusagen, aber vielleicht auch in Blended-Sitzungen, die Sie benutzen. Ich gebe Ihnen da gerade mal eine Minute dazu und höre auf zu blubbern. Okay, scheint ein bisschen ruhiger zu werden. Sie können gerne noch was eingeben. Gerne auch jetzt Kommentare. Also wenn Sie vielleicht was dazu sagen wollen, eine besonders gute Erfahrung, eine besonders enttäuschende Erfahrung, gerne. Moodle bleibt doch relativ zentral. Das ist Ihr Backbone sozusagen, ja? Genau, das haben wir gestern schon gesehen, dass Moodle quasi unsere zentrale Plattform ist einfach, unser Lernmanagementsystem. Und Zoom bzw. WebEx, das sind so die zwei Videoconferencing-Plattformen, die bei uns im Haus einfach verwendet werden. Und man sieht es sehr schön, dass sich diese zwei Elemente und auch Teams dann im Prinzip die ganze Lehre auch dreht. Also das ist vielleicht jetzt so einfach für Sie auch als Anregung. Vielleicht sind ja sogar Sachen dabei, die jetzt Ihre Kollegen eingeben, die Sie noch nicht kannten. Vielleicht auch mal interessant, darüber zu sprechen. Was ist ein Miro zum Beispiel? Das kenne ich noch nicht. Kann mir jemand sagen, was Miro ist? Nicht so schüchtern. Ja, Miroboard oder Miroboard, das ist ein Kollaborationstool, ähnlich wie ein Whiteboard, wo man mit Post-its oder Sticky Notes arbeitet. Wenn Sie Mural kennen, das ist ungefähr das Gleiche. Okay, ja, ich erinnere, ich hatte es auch in einer Session. Ja, spannend, spannend. Wenn Sie gerade dabei sind, darf ich fragen, was Sie damit gemacht haben? Ich habe da Feedback eingeholt. Wir haben seit kurzem auch eine Miro-Lizenz an der ZHAW bei uns in Zürich und wir haben Feedback eingeholt bei den Studierenden. Also es ist ein Feedback-Tool und ein Brainstorming- oder Brainwriting-Tool, ja, für meine Verhältnisse benutzt. Cool. InShot kenne ich auch nicht. Was ist InShot? Fragen wir einfach so. Petra fragt. Also InShot ist eine App, um kurze, kleine, einfache Videos herzustellen. Okay. Mit auf dem iPhone, das ist sehr praktisch, wenn man auch beim Unterricht mal was kurz visualisieren möchte. Und was haben Sie damit gemacht, wenn ich fragen darf? Also ich habe selber als Student im Masterstudium gebraucht und auch dort die Einführung gehabt und wir haben uns selber vorgestellt.
indem wir einen einminütigen Film gemacht haben und nachher unser Projekt auch über InShot zugeschnitten haben und präsentieren. Also wir konnten es so präsentieren und dann teilen. Super. Andere Beobachtungen, Anmerkungen noch von Ihnen zu diesem? Ansonsten gehe ich dann gleich noch zu meiner letzten Frage. Dann habe ich noch einen für Sie. Ich glaube, das müsste jetzt bei Ihnen erscheinen. Sehen Sie jetzt die nächste Frage auf Ihrem Client? Muss ich mal dumm fragen? Noch nicht. Noch nicht. Warum? Ah, vielleicht muss ich das hier mal kurz jetzt machen. Moment. Jetzt da? Jetzt ist es da. Okay. Ich werde das hinterher mit Ihnen teilen. So. Das ist jetzt eine Prioritierungsfrage. Ich mache mal diese weg. Und warum sehe ich jetzt hier noch? Sie sehen jetzt die Prioritierungsfrage, richtig? Ist das so? Das Ranking? Ja. 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 Ich will jemand nicken. Gut. Also wir können die Auswertung der Frage nicht sehen, wenn du sie sehen kannst. Ja, das wird jetzt gleich spannend. Das ist jetzt blöd. Warum sehe ich jetzt nicht die Resultate der Slide? Dann machen wir das einfach anders. Ja, so machen wir das. Sorry, da muss ich jetzt gerade mal etwas. Umstellen hier. Da sind wir doch. Jetzt sehen Sie die, richtig? Jetzt sehen wir das. So. Okay. Wir warten noch kurz. Ja, während wir warten, könntest du vielleicht auf eine Frage aus dem Chat eingehen. Und zwar, ob du zufälligerweise von Studien weißt, die auf die Herzbeck-Faktoren zur Motivation fokussiert haben, gerade in Bezug auf die Covid-Situation. Ist dir da was bekannt, zufälligerweise? Also die jetzt speziell auf Motivation gucken. Mhm. Also wenn, dann gibt es eine Studie, weil die auch von diesem niederländischen Fonds relativ viel bekommen haben, in dieser Liste, die ich in meiner Präsentation hatte. Ich setze die auch gerade mal noch in den Chat in den Projekten in Rotterdam. Das ist das folgende Link. Das ist auch geupdatet. Da gab es drei Iterationen von Calls vom Ministerium zu Covid Research. Und wenn, dann findet sich dort was, würde ich sagen, das ist eine relativ große
Chance. Mehr kann ich, ja, also wenn dann da gucken. Ja, das ist doch super. Okay. Reflexion dazu. Also Online-Lecturing und Interaktivität scheint ja ein großes Thema zu sein. Also darunter verstehe ich jetzt mal sowas wie, wie kriegen wir jetzt sowas wie Mentimeter heute oder so, wie kriege ich eine Vorlesung so mehr interaktiv und auch ein Gefühl dafür, sind die Studierenden noch bei mir oder was verstehen sie darunter? Kann ich da ein paar Interpretationen von bekommen oder Ideen dazu von Ihnen? Ja, hier in Lukas Hollenstein, hallo. Genau, das ist eigentlich richtig interpretiert aus meiner Sicht. Ich unterrichte doch noch relativ viel einfach via Videokonferenzsystem quasi frontal, weil man Dinge einfach erklären muss. Und dann ist es so, dass die allermeisten Studenten ihr Video abstellen, so wie ich das jetzt während dem Vortrag auch gemacht habe, und sich dann auch nicht so getrauen, direkt schnell Fragen zu stellen. Also man muss wirklich den Zeit geben, um die Fragen dann rauszukitzeln oder eben dann solche Tools anwenden, wie sie jetzt gerade. Mhm. Und für mich bedeutet das einfach sehr viel Zeitaufwand, mir zu überlegen, wie ich die Tools dann so einsetze und konfiguriere, dass das dann auch alles funktioniert. Und die Zeit habe ich halt meistens gar nicht. Deshalb, ja, ist das für mich ein großer Punkt. Also vielleicht eine Anregung dazu, weil ich glaube, es sind natürlich zwei Faktoren drin. Zum einen, wie Sie sagen, ja, das ist ein bestimmter zeitlicher Aufwand, sich da diese Tools auch drauf zu schaffen, das verstehe ich. Aber da kann man natürlich mit 2, 3 Tools, ich glaube, sobald man die Schwelle mal überwunden hat, ist das einfacher. Aber eine andere ganz interessante Idee, und ich will dann auch, denke ich, zum Ende kommen oder nur noch einfach ein paar Fragen mitnehmen, ist beispielsweise in Singapur haben sie ein Format eingeführt, das nannten die Double Flipped Classroom oder sowas. Also was sie im Prinzip machen könnten, wenn sie eine Aufzeichnung haben ihrer Vorlesung, die sie ja im Prinzip auch vorab erstellen können, haben sie sozusagen viel mehr Kapazität frei, um diese Interaktivität in den Chat beispielsweise zu bekommen. Ja? Also was die gemacht haben, ist wirklich, und da haben sie sehr positive Erfahrungen mitgemacht, ist, es gibt eine Aufzeichnung und ich kann sozusagen mit den Studierenden zusammen die Aufzeichnung meiner Vorlesung anschauen und auch stoppen und diskutieren. Und das haben sie eigentlich relativ straightforward in einem Online-Format umgesetzt und damit gute Erfahrungen gemacht. Also ich denke, so in die Richtung einfach zu denken und so kreative Ideen ohne noch viel mehr Tools zu haben, ist vielleicht auch ganz interessant. Das Letzte finde ich ein sehr interessanter Punkt, das habe ich mir noch nie so überlegt. Ich mache schon auch Videos, die ich vorher zur Verfügung stelle und so. Aber eigentlich wirklich das alles schon vorher aufzunehmen und dann mit Ihnen zusammenzuschauen, das finde ich interessant, das probiere ich aus. Vielen Dank. Ja, gerne. Und das andere ist schon, die Tools sind nicht unbedingt schwierig, das ist nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist wirklich, die Zeit zu finden, sich zu überlegen, wann, zu welchem Zeitpunkt in meiner Vorlesung möchte ich welches Tool einsetzen und das Tool vorher vorbereiten, all die Fragen mir vorher zu überlegen und all das. Das wäre schön, wenn man das alles machen kann. Das macht man, wenn man nur eine Vorlesung hat und sonst nichts zu tun hat. Oder? Ja. Naja, man kann es natürlich in dem Sinne, also ich muss das selbst sagen, ich habe jetzt ein MOOC entwickelt zu Forschungsmethoden, was im Januar startet, was im Übrigen auch von außen zugänglich ist, falls das jemand von Ihnen interessiert. Ich sehe da natürlich echt die Investition in diese ganzen Videoaufnahmen und in die Skripte, die da geschrieben wurden und die ganzen Fragen und Assessments, die ich da entwickelt habe. Das ist für mich natürlich auch eine Investition in die Zukunft. Ja. Also das kann ich sowohl, wenn ich diesen Kurs dann wieder auf dem Campus gebe, sozusagen gut verwenden und auch diese Videos sozusagen wieder verwenden. Also das ist natürlich eine zusätzliche Investition, die aber sozusagen nicht
auch in einer Post-Covid-Welt sozusagen vergebene Liebesmühe war, sozusagen. Ich sehe noch, dass Christian Goenen und Petra Lustenberger sich das Mikrofon noch aufgemacht haben. Gibt es da noch Fragen? Wir sind schon etwas über der Zeit, von daher. Ja, nur ganz kurz. Kein Problem. Es ist eigentlich keine Frage, sondern eine Ergänzung zu der von Lukas gestellten Frage und der Antwort von Herrn Specht. Flipped Classroom Double oder sowas. Ich habe das mit ein paar, ich unterrichte keine Physik, sondern Management-Themen und habe das mit einem Gast, mit drei Gastreferaten quasi gemacht. Ich habe ein Interview geführt mit Praktikern, wo ich mir vorher Interviewfragen überlegt habe. Dieses Interview habe ich aufgezeichnet. Dann den Studierenden zum Anschauen gezeigt und dann habe ich in der Live-Session, also synchron, entsprechend den Interviewpartner nochmal live in Zoom geholt und die Studenten konnten ihn dann aufbauend auf dem, was sie in dem halb- bis dreiviertelstündigen Video gesehen hatten, dann noch tiefergehende Fragen stellen und sagen, okay, jetzt kenne ich schon deinen Background, jetzt weiß ich schon die oberflächlichen Themen über deinen Bereich und jetzt würde mich nochmal interessieren, wie machst du das, dies und das. Und das ist sehr gut angekommen, sowohl bei den Praktikern als auch bei den Studierenden, die dann sagten, okay, das hat nochmal tiefer bohren können. Also das fiel mir jetzt noch ein zum Double Flipped, ein Interview aufzeichnen, zum Anschauen zur Verfügung stellen und dann nochmal live den Interviewpartner mit ins Boot holen. Ja, super Beispiel. Ja, cool. Sehr gut. Ja, also ich weiß jetzt nicht, Petra war eigentlich noch, ich hätte sonst auch gerade noch einen Gedanken dazu, die Gestaltung von den interaktiven Momenten. Also mir ist einfach aufgefallen, das muss ich ja auch, wenn ich im Seminarraum live stehe, muss ich das Lehrgespräch ja gestalten und mir vorüberlegt haben. Nicht einfach sie noch fragen, sondern ich habe jetzt Fragen an euch und wir fangen jetzt an zu diskutieren miteinander und reflektieren eine Thematik. Und vielleicht Unterschied höchstens, ich muss das noch ein bisschen mehr vorbereiten. Also das Mindset ist auch, ich bin nicht im Referatsmodus, sondern ich bin im interaktiven Modus, jetzt mich interessieren eure Gedanken. Wir wollen und jetzt Erfahrungen von euch zum Thema und sowas. Und dann Kamera an, Policy und so noch ein bisschen stärker leiten und vorbereiten, denke ich, in der Videokonferenz, als sich das vielleicht automatischer ergibt im Seminarraum. Das war so eine Erfahrung von mir. Funktioniert dann aber schon, wenn sie auch in den Modus kommen, die Studierenden, von jetzt bin ich gefragt, so jetzt bin ich nicht mehr Zuhörer. Was vielleicht ganz interessant ist dazu, also was natürlich immer so ein bisschen fehlt in den Videokonferencing-Tools heutzutage, ist natürlich auch dieser soziale Aspekt, also das Flüstern, die Kleingruppen und so weiter, die ich natürlich in einem physikalischen Raum noch habe. Ich denke, einige von Ihnen werden so Ansätze wie Gather Town kennen oder so, was in Konferenzen jetzt auch mehr verwendet wird, also Tools, wo ich quasi in der virtuellen Welt rumlaufe, aber sobald ich näher zu anderen Personen hinkomme, automatisch eine Videokonferenz dieser Kleingruppe gestartet wird. Also damit lässt sich natürlich auch, weil das war so ein Thema bei uns, dass natürlich hier in der Videokonferenz schon ein bisschen genau dieses ein paar soziale Aspekte fehlen. Es ist eigentlich immer, einer muss natürlich reden und wenn andere reden, dann ist Chaos. Das ist ein gutes Schlusswort, Markus. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen super interessanten Vortrag, auch die Perspektiven, wie ihr das in Holland angegangen seid. Ich finde, das gibt auch gute Impulse für uns, wie wir weiterarbeiten können. Und ich glaube, Mentimeter ist sicher ein Tool, das wir noch viel zu wenig einsetzen, obwohl wir eine Campus-Lizenz haben. Und du hast ein wunderschönes Beispiel dafür gebracht, wie man das in so eine Videosession einbinden kann. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür auch. Ich setze die Ergebnisse noch auf meine letzten zwei Slides und werde dann die Präsentation teilen und dir schicken, Christian. Super. Wir haben die Sitzung aufgezeichnet, die werden wir auch noch teilen und ich trage nochmal die ganzen Links, die im Vortrag genannt wurden, zusammen, sodass wir in unserem Moodle-Kurs auch dann nochmal nachschauen können, wo sind die ganzen Reports, was steht dort alles drin. Ich glaube, das ist für die Teilnehmenden dann auch interessant. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich beende die Aufnahme hiermit.